Hallo Leute, weiter geht's hier bei Diablo. Das ist unser VS Henry und ich bin der Dan. Zurück geht's in die fremden Tiefen. Dort sind die Archive von diesem verrückten Zoltan Kull. Zoltan, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall heißt er Kull. Oder wie wir ihn nennen, das Arschloch McGurn. Wir sollen hier das Blut in Maschinen stecken, die er mit seinem eigenen Blut betrieben hat. Daran sehen wir doch schon, dass der Typ total einen an der Klatsche hat. Und dementsprechend sollte man ihm nicht helfen, aber wir machen es trotzdem. Oh, wir können mit ihm reden. Mal mit rechter Maustaste, ich versuch's mal. Feind heute. Was habt ihr angestellt, um euch den Hass der Hora drin zuzuziehen? Ich trage dieselben Narben wie sie alle. Sie wussten die ganze Wahrheit. Aber diese Narren vergruben ihre Köpfe im Sand. Sie dachten, die Übel wären auf immer und ewig in den Steinen versiegelt. Ja, ja. Und würden uns nie wieder behelligen. Sie brauchten eine Lösung. Sie mussten allem ein Ende setzen. Okay. Also die Horror drin. What? Das wäre tödlich gewesen, wenn ich da drin gestanden hätte. Alter Schwede. Also jetzt, jetzt habt ihr gerade mal so ein Schmelztiegel gesehen, sage ich jetzt mal, ich nenne es mal so. Der hätte mir jetzt gerade das Leben ziemlich ausgeblasen. Da könnt ihr mal von ausgehen. Noch nicht. Hier sind Bücher überall. Schön, schön, schön. What? Was ist denn hier los? Ja, hier ist ja alles total abgedreht. Hier fliegt es alles durch die Gegend. So. Oh, wie krass, ey. Ich sehe so viele Sachen, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wie zum Beispiel hier diese Bücherregale, die da so an der Seite hängen. Ich habe das Geheimnis der Seelensteine gelüftet, die uns Horadrim einst von Tyrael gegeben wurden. Sicher eine beeindruckende Schöpfung, aber ich bin sicher, dass sie wiederholt werden kann. Nein, nicht wiederholt, verbessert. Mein Seelenstein soll geschaffen werden, um die Seelen vieler Dämonen zu enthalten. Vielleicht sogar die von Engeln. Hat der Sultan Kull also diesen Dämonenstein gebaut? Ich glaube, im zweiten Teil ist das, wo man die dann da einsperrt. Ja, muss im zweiten Teil sein. Der erste hat nicht so viel Story. Ja, was heißt nicht so viel Story? Das Diablo begibt sich unter Tristram oder schickt sich an, unter Tristram quasi in Erscheinung zu treten und an die Weltöffentlichkeit zu gelangen, und wir verhindern das mit dem Zorn unserer Vorväter. Ja, der erste Teil von Diablo, eigentlich nur ein fortlaufender Dungeon Crawl. Macht euren Frieden. Der aber seinen ganz eigenen Charme hatte. Und der sich bis heute gehalten hat. Also das sind so Sachen, man kann davon halten, was man will, aber dadurch, dass die verrückten Jungs von Blizzard so viel Erfolg damit hatten, sind so tolle Spiele rausgekommen. Also alles so rund um StarCraft und für sehr, sehr viele Leute auch WoW. Auch wenn mir das jetzt nicht so. Ja. Wenn es jetzt nicht so meins ist, aber sehr viele Leute haben damit Spaß. Sehr viel Spaß sogar. Und ich freue mich ja, dass sie den Spaß haben. Für mich ist das eher nix. Also, ich bin nicht so derjenige, der jetzt hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten dann dort in Raids gehen möchte. Aber
Die haben auf jeden Fall damit, dadurch, durch das WoW, das habe ich auch schon mehrmals erwähnt bestimmt, haben durch WoW die Möglichkeit, Blizzard hat die Möglichkeit durch WoW und durch die Einnahmen vor allem tolle Spiele rauszubringen. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. Na gut. Ja, nee, aber die haben auf jeden Fall dadurch die Möglichkeit, super tolle Spiele rauszubringen. Und deswegen müsst ihr oder solltet ihr WoW nicht unbedingt lieben, wenn ihr es nicht mögt, sondern tolerieren. Und jetzt gibt's nochmal einen wunderbaren Schwank. Tagebuch eines Jägers, Teil 5. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken, unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults Bösartigkeit nicht vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Ei, klar! Das bleibt da natürlich unter den wehenden Sanden. So, jetzt hole ich mir erstmal einen Schönabelwein. Ich muss rüber teleportieren. So, mache ich erstmal einen schönen Apfelwein rein ins Glas. So, das sieht gut aus. Ich freue mich. So, auf meine Uhr haben wir jetzt gleich 12:30. Das ist gut. 12:30 ist eine gute Zeit, um noch a lot of Let's Plays aufzunehmen. So, jawohl. Und weiter geht's hier. In den Hallen des Sturms sind wir jetzt. Nur für alle geografischen Enthusiasten unter mir. Und uns. Super, läuft doch alles. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal auf unser Halloween-Spezial, unsere Halloween-Spezialwoche hinweisen. Ich hoffe, dass das jetzt hier rauskommt, bevor das passiert ist. Oder bevor das Halloween-Spezial war. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Falls ihr das gesehen habt, nachdem Halloween ist, möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich das in den Playlisten, das Let's Play als Halloween-Spezial deklarieren werde. Das heißt, ihr könnt es in der Playlistenansicht auf jeden Fall auswählen. Wenn ihr dort was anderes entdeckt, was euch interessiert, guckt euch das auch gerne an. Wir haben für euch jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt über 770 Videos gemacht, sind noch nicht alle online. Zu diesem Zeitpunkt, aber das ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Das ergibt sich. 70 ergibt sich. So, ja, und noch ich habe heute schon 3 legendäre Items gefunden. Was ist los, der Dennis on Fire? Ich darf eigentlich gar nicht aufhören. Ich wollte gleich eben nochmal vielleicht das eine oder andere Browser-Game aufnehmen. Aber ich habe ja hier echt eine legendäre Phase. Ich finde legendäre Items. Oh, das sind diese komischen Bombenköpfe. Ich glaube, die explodieren. Da muss ich ein bisschen aufpassen. What? Ja, oh ja. Alter Schwede. Der hat mir so viel abgezogen. Ich glaube, ein Viertel ungefähr hat er mir abgezogen. Also von dem muss man echt wegbleiben. Naja. Aus gegebenen Anlass möchte ich auch jetzt nochmal hinweisen darauf, worauf ihr euch an einem gewissen Datum erfreuen könnt. Und zwar dem 24.12.2014. Um 18 Uhr wird es passieren. Da geht's online. Der erste Vorspielerfilm in Kinolänge. Maximal, ich glaube, 5 Stunden dauert das Ding. Es ist ein Knaller. Wir haben alles gegeben. Wir haben im Sommer eine Aufnahme gestartet. Wir haben alleine die Dreharbeiten. Allein die Dreharbeiten haben knapp 24 Stunden gedauert. Und danach wurde noch ein bisschen was nachgedreht. Und die Post-Production hat auch 2 Wochen ungefähr gedauert. Nur Geduld. Es lag natürlich daran, dass der Truth ein fauler Sack ist und sehr langsam ist, aber ist egal. 24.12. 18 Uhr, die Vorspieler in dem ersten Blockbuster-Movie
der da heißen wird, ich weiß es nicht. Ich will nichts verraten. Ich möchte echt nichts verraten. Aber ihr werdet auf jeden Fall ein cooles Geschenk nochmal zum Ende des Jahres bekommen. Und also ich muss ehrlich, ganz ehrlich sagen, es ist noch nicht mal halb fertig und es wird geil. Wird geil. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen. Noch nicht. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel. Und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Ja, die Kreuzritter lassen sich auch nicht beirren. Halt! Also wie gesagt, 24.12. 18 Uhr. Ich verkünde das jetzt, um den Jules unter Druck zu setzen, dass er auch wirklich fertig ist. Hahaha! Jules! Wäre schön, wenn ihr dann dabei seid, direkt zum Start am besten, weil wir haben uns gedacht, viele Leute sind an Heiligabend daheim. Und gibt es ja in vielen Familien, dass einfach die Leute, dass man da nicht weggehen darf oder irgendwas, weil es einfach so ist. Also. War schon immer so und man ist zwar ab 18, 19 Uhr, 20 Uhr irgendwann doch eh allein am Zimmer, ist am Zocken oder irgendwas am Machen oder am Lesen oder sonst was oder am Let's Plays gucken. Aber fortgehen, das darf man ja an Heiligabend, ne? Man macht alles andere, um irgendwas zu Spaß zu haben, aber weggehen, das geht nicht. Naja, also ist bei vielen Familien, die ich kenne, ist das so. Bei uns war es nicht so. Also bei mir privat daheim. Ich habe immer gesagt, um 7 Uhr trifft man sich. Um 17 Uhr trifft man sich, um 18 Uhr gibt es Essen, um 19 Uhr gibt es Bescherung. Um 20 Uhr gibt es Streit und um 21 Uhr sitze ich in der Kneipe. What? Die waren so, die hat mich jetzt fast umgerissen. Und ist noch eine Truhe, hätte ich fast vergessen. Ne, jetzt habe ich immer so gesagt, war nicht so. Und mich immer so ein bisschen zurückgehalten habe. An Weihnachten. Da musste man, das ist immer so eine Sache, so an diesen Weihnachten und so, da muss man sich immer ein bisschen zurückhalten. Da darf auch die Oma mal zum 10.000. Mal ihre Storys über den Krieg erzählen. Die schon auch harter Tobak sind, aber naja, wenn sie schon so oft gehört hat, dann sagt man sich auch irgendwann, ja, ist ja gut. Wir verstehen das, das war hart, aber jetzt ist Schluss. Im Namen des Lichts. Dann ist er angepisst, so ist das. Ja, der Vater darf zum 12. Mal seine scheiß Weihnachts-CD einlegen. Und wir machen sie nur ab der Hälfte aus. Ja, Weihnachten. Ich sag mal so. Ich denke mal, viele, viele Leute, die das jetzt sehen, werden sagen, Weihnachten, das ist ein Scheiß. Gut. Würde ich auch sagen. Ja, ich denke schon. Ja, ich würde es auch sagen. Vor allem, es gibt auch Leute, die sagen, okay, Weihnachten scheiße, okay, meinetwegen, aber, was sie auch sagen ist, ja, ist ja Blödsinn, da kaufst du Geschenke und der Nächste, dem ich das Geschenk habe, der schenkt es mir wieder zurück und das ist quasi nur Geld, Hin- und Herschieberei. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt eine Sache, die sehe ich anders. Man sollte an Weihnachten nicht unbedingt darauf achten, dass man sau viel verschenkt, sondern ich finde, man sollte an Weihnachten seiner Familie oder denjenigen, den man beschenkt, zeigen, okay, ich habe mir Gedanken gemacht. Deswegen ist es der einzige Grund, warum ich an Weihnachten noch was schenke, vor allem auch meinem Bruder, ja, man echt sagen könnte, okay, es ist wirklich nur Geld und Hin- und Herschieberei, er kauft mir eine CD, ich kaufe ihm eine, fertig. Nein, wir machen das immer noch und wir werden es auch immer so machen. Vor Weihnachten, vor Geburtstagen und so weiter verabreden wir uns, beziehungsweise, ja, wir verabreden uns. Wir sind uns doch alle einig, dass ja, ja. Das Ende aller Zeit und sagen, gekommen.
Es gibt ein Limit. Ja. Vorfälle geplant haben könnten? Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn ihr etwas zu sagen habt, Kull, dann raus damit. Hier ist nochmal ein legendäres Item. Das werden wir gleich erkunden. Nee, wir sagen dann irgendwie hier 5 Euro, 10 Euro maximal. Mehr gibt's nicht. Ja? Und dann überlegen wir uns aber was Schönes. Ja, also wir suchen uns was Tolles raus und nicht um des Zwanges nach, wir müssen uns nicht das schenken, sondern wir wollen dem anderen eine Freude machen, deswegen nur 5 Euro oder 10 Euro und es geht nicht unbedingt ums Geld, sondern es geht einfach nur darum, dass man den Leuten eine Freude macht, die einem das ganze Jahr über zur Seite stehen, und das ist das Schöne an Weihnachten und nicht dieses, ich muss jetzt irgendwas für 100 Euro kaufen. Hier ist die Maschine. Weil dann doch irgendwann der Gedanke derjenige ist, der zählt. Und ich mache mich jetzt auf dem Heimweg ins Schattenschloss und wir sehen uns im nächsten Teil. Macht's gut, tschüss.